Beide gemeinsam. Aber irgendwo muss man ja jetzt eine benutzen können schon, ne? Ach, guck mal, hier Statuette platzieren. Ah. Und welche war das jetzt? Moment. Mars, ah ja, Mars haben wir gesammelt. Genau, Mars und Venus. Der Gott des Zorns und der Stärke genießt die strahlende Schönheit seiner Geliebten. Sie zähmt seinen Zorn mit ihren sanften Berührungen. So, so. Gefällt mir aber gut, diese Statuen hier. Ja, dann haben wir ja was zu tun, dass wir noch die anderen finden. Cool, sowas mag ich ja wieder. Da bin ich ja voll dabei. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Gucken, ob wir noch eine hier irgendwo sehen gerade. Ich glaube eher, das wird dann wahrscheinlich wieder mehr so Zufall sein, ne? Dass wir so ein Ding finden. Guck mal, da ist ein Schatz. Warte mal, vielleicht gibt es hier auch einen Händler. Was ist denn? Mensch, hab doch nichts getan. Vielleicht gibt es hier auch einen Händler, der mir auch wieder so eine Schatzkarte vertickt. Das wäre natürlich sehr praktisch. Vielleicht auch mit den Statuen, aber das wäre dann, glaube ich, wiederum zu einfach. Warte mal, ich guck mal auf die Karte. Da haben wir den Händler. Aber wenn, dann müsste er vielleicht auch hier sein, ne? So am Marktplatz. Ich könnte nochmal gucken gehen. Und hepp. Huch. Ei. Das tat ein wenig weh. Ist das nicht verboten? Was denn? Naja, nicht mein Problem. Genau. So sehe ich das da auch, mein Freund. Ach ja. Es kommt ja bald auch schon wieder ein neuer Assassin's Creed. Ich hoffe ja eigentlich, dass ich hier mal so langsam mich durchringe, die... Ach, guck mal da hinten. Weg da! Ja, ich war jetzt auch nicht böse gemeint. Ich wollte mich nur ein bisschen beeilen. Und hepp! Oh! Marke, was stimmt nicht mit diesem Teufelsbraten? Teufelsbraten? Teufelsbraten. Das werde ich auch mal in naher Zukunft zu jemandem sagen. Du Teufelsbraten. So, also warte mal. Mal gucken. Hier ist der... Das ist der Arzt. Da ist zugemauert. Hier wird es doch gar nicht mehr geben, ne? Hier wird es den Arzt geben und den... den Schmied halt da. Und mehr Händler wird es hier gar nicht geben. Guck mal, da unten, da ist noch eine Statue. Okay, also ich denke mal, ja, man wird wahrscheinlich die Statuen auch so mit der Zeit finden. So schwer scheint es jetzt doch nicht zu sein. Den Apollo haben wir gefunden. Apollo 4040. Nee, wie ist denn die Apollo 4040 doch? Gott, da ist noch eine, oder? Nee, was ist das? Ah, schon wieder so viele Geheimnisse. Man kommt schon wieder mit der Story nicht voran, weil man schon wieder so ein paar Haufen Sidequests hier macht. Was ist das jetzt hier? Oder doch? Ach, Federn. Ah. Feder gesammelt. Da ist noch eine Statue. Tut mir leid, wa? Aber wenn ich sowas sehe, muss ich das direkt holen. Bevor man sowas sagt, so hole ich später und dann vergisst man es.
Und dann findet man sie nie mehr wieder. So. Gut, würde ich sagen. Oh, ich habe mein Handy vergessen, auf laut loszumachen. Entschuldigung! Ja, was wollte ich sagen? Ich würde sagen, wir gehen mal jetzt in die Villa rein. Vielleicht, vielleicht baut sich ja auch der Ort hier noch ein bisschen aus, dass wir noch später hin dazukommen. Umso weiter wir in der Story voranschreiten. Ist ja auch manchmal so. Oh, das war ein bisschen hoch. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Nö. Aber so langsam kann ich auch wieder zumindest behaupten, ich komme wieder so langsam rein ins Spiel. Was auch sehr gut so ist. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich hier total den Überblick verloren habe. Ich muss einfach wieder öfter spielen und dann geht das wieder. Sollte man zumindest annehmen. So, warte mal. Nee, hier kann ich nicht. Ich werde sie gleich mal hier rein platzieren. Ach, hier haben wir schon beide. Oh. Ach so. Ui. Aha. Diana und Apollo. Einer schläft, wenn der andere wacht. Okay. Schön. Mit 2000, wa? Haben oder nicht haben? Da sagt man ja nicht nein. So, warte mal. Habe ich hier auch noch eine? Nee. Eine habe ich, glaube ich, noch. Ne? Ich habe drei gefunden. Oder auch nicht. Doch. So. Schön. So, ich gehe mal vom Hintereingang rein. Aber die so leuchten, sind das vielleicht denn so spezielle? Wahrscheinlich, ne? Weil ein paar leuchten, die anderen leuchten nicht. So, ich gehe mal hier rein. Wo gehen wir rein? Hier oder da? Gehen wir erstmal hier rein. Das ist ja cool, ey. Das ist ja echt geil. Jetzt hat man hier so eine schöne, riesengroße Residenz. Die zwar nicht mir gehört, aber oh. Ich fühle mich einfach mal wie zu Hause hier. Was ist das hier? Sieht auch aus wie so ein Rätsel. Ist aber nur irgendein... Oder? Nee, warte mal. Guck mal, auf der Karte wird da auch was angezeigt. Greifen, warte mal. Achso. Warte mal, hier vielleicht, an diesem Sockel. Doch, als wenn da irgendwas hochgestellt werden müsste, ne? Aber... Naja. Kommt Zeit, kommt Rat, sagt man ja immer. Kann man hier rein? Ne. Ich glaube, es wäre auch dann schon so ein bisschen markiert irgendwie, ne? So wie diese... Was ist das? Die Truhe hier hinten. Das Einkommen beträgt 0 Florin. Einkommen? Ah, siehst du dann... Ich hab die Vermutung... Dass wir diesen Ort hier, dass das unser Domizil wird. Und wir dann so richtig Geld bekommen, also Steuern und vielleicht sowas alles. Das wäre ja grandios. Und dass dann jeder Raum hier sozusagen seine Bedeutung hat. Und ich den vielleicht durch die Statuen oder wie auch immer dann ausbauen kann. Ich mag nur nicht mit denen quatschen. Ich will noch mal mich weiter umschauen. Was haben wir hier? Ah, guck mal. Drücken, um eine Waffenstelle für kleine Waffen zu interagieren. Dolch. Wird benutzt.
Aha, also hier kann ich... Cool. Hier habe ich so eine Art Trophäenraum. Das jetzt kommt, das Spiel hier richtig in Fahrt langsam. Das gefällt mir ja. So, warte mal. Was? Neben der Rüstungsstände auf der Rücken. Ah. Ist ja Hammer. Das hier war. Kann ich mich dann umziehen, auf was ich gerade Bock habe denn? Cool. Wie bei Skyrim, wenn man dann sein. Da gab es ja dieses Add-on. Oder auch gab es ja auch normal im Spiel. Dass man da seine Residenz hat. So, wir gucken jetzt nochmal oben. Schon sehr prunkvoll. Da geht's noch weiter hoch. Wir gucken uns erstmal hier um. Kann man hier schlafen? Ist wahrscheinlich nicht unser Zimmer. Noch nicht. Okay. Ah ja, das war's von dem hier. Dann. Wo waren das? Ne, Moment, jetzt sind wir doch wieder woanders. Uff. Warte mal, hier bin ich hochgekommen, ne? Ach so, dann bin ich hier lang. Ne, auch nicht. So, so. Schon das erste Mal verlaufen. Warte mal, wo sind wir denn lang gelaufen? Sind wir da rechts lang? Da ging es da draußen. Ach, wir sind, glaube ich, hier lang. Ja, wir sind hier lang gelaufen. Moment, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Ah. Ein Arbeitszimmer. Ein verstecktes Arbeitszimmer. Wer ist da? Ach, das ist doch hier der. Oder? Ulberto Alberti. Dies ist ein Bild des Templers Ulberto Alberti. Gonfoloniere di Glub von Florenz und Verräter an meiner Familie. Todesjahr. Ja. So sieht's aus. Jetzt lebt er nicht mehr. Das Bild könnten wir eigentlich da auch mal ganz dezent verbrennen. Ja. Vielleicht kommen ja noch mehr Gemälde hinzu. Von unseren ganzen Opfern. So. Plündern wir einfach mal unsere eigenen Truhen. Oder die, ja, von unserem Onkel. So, warte mal. Huch. Achso, okay. Ich dachte, hier wäre jetzt noch etwas. So, ging das jetzt noch eins höher? Das muss ich mal gerade noch abchecken. Oh, die Musik wird gerade zu bedrohlich. Oder auch nicht. Jetzt muss ich gerade wieder überlegen, warte mal. Da lang, ne? Ach nee, höher geht's auch gar nicht. Gut, dann reden wir doch mal. Keine Sorge. Hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Ich weiß. Zigarette? Ich weiß. Ach so, das war's jetzt schon. Okay, ja. Dann würde ich sagen, ist ein sehr guter Zeitpunkt hier, um eine Pause zu machen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und ja, ich hoffe,
ich finde die Zeit jetzt wieder wirklich hier am Ball zu bleiben mit Assassin's Creed. Es macht wieder sehr viel Spaß. Wir hören uns. Bis dann.